Grüß euch, hallo. Moin. Hey, na, Marcel, alles gut? So, einmal hier bei mir in der Veränderung. Genau. Ich habe die einmal hier richtig schön gemacht. Du wurdest dann ja richtig rasiert, wie wir dann auch leider Gottes am Sonntag, oder ja, aber war da was? Nee, leider schlechtes Spiel von, ich will jetzt nicht sagen unserer Jungs, aber hauptsächlich von Sebastian Langkamp und Marco Friedl, sehe ich so, die beiden hatten pechschwarzen Tag, haben so noch nicht in der Form zusammengespielt, aber das kam auch dadurch, dass Musander und Bartfriede noch verletzungsbedingt bis heute ausfallen. Aber ich denke mal, das war heute auch eine gute Chance. Heute ist auch gut, dass das heute schon das nächste Spiel ist, weil dadurch haben wir nämlich, es hat eben noch so, dass man dann halt eben auch nicht die Möglichkeit hat, da irgendwie großartig noch über das, was gewesen ist. Am letzten Sonntag war es halt eben ein scheiß Abend gewesen. Darüber noch mal großartig darüber nachzuprüfen. Ich finde, das ist gut, sozusagen neue Aufgabe und dann Blick nach vorne. Aber ich sag mal lieber, lieber einmal 6-2 verlieren, ja, als 6-2 hintereinander 1-0 verlieren. Genau. Das letzte Mal, dass wir 6-2 gegen Leverkusen verloren haben, war 2004 und da sind wir im Anschluss noch. Da waren wir Meister geworden. Genau, da war sogar. Am 15.05. war das. Ja. War halt eben schon alles klar gewesen. Da haben wir die Woche davor 3-1 in München gewonnen. Ja, aber auch nach dem Ausrutscher von Sonntag bin ich immer noch optimistisch, dass wir dieses Jahr Meister werden. Wenn nicht ganz Meister, aber Hauptsache Europa oder Vizemeister. Da haben wir nun heute auch eine gute Chance natürlich, dass wir dann auch heute dann sozusagen den nächsten Schritt machen können. Nämlich heute gegen die Weiche auf Pokalsieg. Genau. Wir können es heute so machen, Flensburg rausschmeißen. Nächste Runde schmeißen wir unseren Erzrivalen 100 Kilometer weit nördlich zu Hause. Genau. Und dann über nächste Runde schmeißen wir die Bayern raus. Hannover ist doch schon gestern gekillt. Ich meine den HIV. HSV, genau, ja. Ja, ich denke mal. Ich bin auch eben kurz, ist zwar nicht meine Art, zwei Sachen sagen. Auch übrigens das letzte Pokalspiel am 31. Oktober haben wir dann 14:0. Zu Hause gegen Duisburg gewonnen. Und ich möchte aus aktuellem Anlass noch eben unseren ehemaligen Werkstattrat Uwe Lange grüßen. Alles klar. Was ist eure Tipps heute? Gut, also mein ausgerechnet. Ja, mein Tipp ist heute ein glasklares, ich sag mal ein 4:0 für uns. Ich sag mal, weil ich gerade so lustig drauf bin, 6:2 für uns. Ich sag 6:2 auch für uns. Alles klar, okay. Und damit war's auch wieder. Okay, und dann tschüss. Tschüss.